Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben im letzten Part das Problem oder das Mysterium mit den Touristen gelöst, indem wir einfach ein zweites Grand Hotel gebaut haben. Und jetzt können wir hier auch Konfitüre verbrauchen und können Krapfen herstellen aus Mehl und Talg. Alles total super. Machen wir deswegen auch. Und ja, jetzt in dieser Runde, in diesem Part, möchte ich jetzt wirklich mal gucken, dass ich die Keks- und Kaffeeprobleme gedeckt bekomme. Insbesondere Kaffee scheint wirklich ein Riesenproblem zu sein und ich glaube, um mich dieses Problems anzunehmen, muss ich vor allem gucken, dass ich, also wenn ich mal gucke, meine überregionalen Routen, wo ich unter anderem Kaffee hin und her schicke, hier zum Beispiel, ist glaube ich das Problem, dass wir in Manola massig Kaffee haben, aber wir kriegen ihn nicht schnell genug produziert, beziehungsweise transportiert. Und was ich deswegen machen werde, ist, dass ich Kaffee hier komplett rausnehme. Zack. Und jetzt richten wir eine neue Route ein, eine ausschließliche Kaffeeroute. Da schmeißen wir jetzt vielleicht sogar mal so eine Dings hier, so eine Seeharpie drauf von Great Eastern. So, und zwar von Manola in die alte Welt nach Maine. Hat er jetzt Manola nicht angenommen? Achso, ich habe aus Versehen ein Luftschiff angeklickt. Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist richtig nervig. Bam! Und dann laden wir hier einmal ordentlich Kaffee ein und aus. So. Schauen wir doch mal, ob sich dieses Problem dann jetzt beheben lässt. Es waren 20, nee, es war 10 Eisen, 20 Gas, 5 davon und 50 Schrott. Okay, gut. Können wir hier nicht noch was draufsetzen? Was ist das hier? Quarzgruben, okay. Also wir haben halt hier schon den Geologen drauf. Theoretisch können wir hier irgendwas draufpacken, was alle Produktionsgebäude beeinflusst, aber das lohnt sich nicht so richtig. Weniger Arbeitskräfte. Arbeitskräfte sind nicht so das Problem gerade. Nähmaschinen, das hilft auch nicht so richtig. Aluminium- und Steinbrüche, alle Produktionsgebäude. Tja, tatsächlich haben wir kein passendes Item dafür. Schade. Ja, diese Kaffeeproblematik blockiert halt hier gerade alles, weil wir auch unsere ganzen Hochhäuser deswegen nicht ausbauen können. Was wir natürlich theoretisch machen könnten, wäre, dass wir auf den Ingenieuren mal den Kaffeeverbrauch stoppen, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Das finden die Ingenieure sicherlich auch nicht ganz so knorke, wenn du die fragst. Nee, richtig. Oh, warte mal, was ist los? Oh, dammit, es brennt. Oh, dammit. Da brauchen wir eine Feuerwache. Das leuchtet ein. Wir kümmern uns hier um alles. Gut. Ah nein, jetzt habe ich es gerade gelöscht. Irgendwo ist ein Frachtschiff angekommen. Verdammt. Welches Schiff war das? Ich glaube, das war das Schiff, was ich vorhin losgeschickt habe, um einfach mal ganz viel Stahl nochmal nach Manola zu bringen. Ja. Ja, das Schöne ist jetzt, Kaffee ist jetzt auch insofern eigentlich gut aufgestellt, dass wir einfach hier noch weiter Kaffee anbauen können, massiv, und die rüberschaffen können und dann ist es halt relativ gut optimiert. Gut, schauen wir nochmal hier nach, ob jetzt hier Konfitüre ankommt. Leider noch nicht so richtig. Konfitüre, wir brauchen 2 Tonnen, aber ich habe doch hier wahrscheinlich jetzt auch eine Produktion von 2 Tonnen schon, oder? 6 Tonnen sogar, okay, ja. Kann natürlich sein, dass das Schiff dazu gerade irgendwie noch unterwegs war oder so. Was ich auf der Insel, was wirklich ein Problem werden wird, ist hier Anlegestellen zu haben in notwendiger Menge. Das Problem ist mir wohl bekannt, ja. Ich kann hier aber auch mit dem Konter, das ist halt super klein hier, dieser Inselplatz einfach, und dieser Ölhafen nimmt halt auch noch so viel weg. Was ich halt theoretisch machen kann,
ist, dass ich versuche, hier nochmal eine Anlegestelle zu bauen. Gebäude wurde zum Raub der Flamme, ja, das ist vollkommen richtig. Die wollen wir mal alle fix wieder ausbauen. Anlegestelle. Okay, tatsächlich können wir hier noch eine Anlegestelle bauen. Und das mache ich deswegen auch sofort. Ihr müsst hier rausfahren können, das geht nicht. Hier kann ich noch eine Anlegestelle bauen. Tja, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier die ganzen Verladekais irgendwie noch ausbauen kann. Ich will sie nicht bestrafen, doch sie lassen mir keine. Bisschen schade, dass das hier nicht funktioniert. Moment mal. Kann ich die Anlegestelle hierhin verlegen? Ja, jetzt ist die noch mit drin, perfekt. Sehr gut. Richtiges Speicherstadt-Basteln hier, was ich hier gerade mache. Bastelt-Speicherstätte, sagst du? Okay, jetzt habe ich alle Verladekaie untergebracht. Das ist schon mal super. Und jetzt sind uns tatsächlich hier die Ziegel ausgegangen. Na gut, dann... Wir haben hier doch, glaube ich, eh volle Lager mit Ziegeln. Dann nehmen wir hier nochmal ordentlich Ziegel mit. Und wahrscheinlich später auch noch öffentliche Gebäude hier abreißen, weil die Reichweite von denen wird ja durch den Palast auch noch vergrößert, wa? Ja, vor allem am Ende brauchst du ja irgendwie Marktplatz und Wirtshaus und so brauchst du ja am Ende gar nicht mehr. Aber du wirst ja später... Marktplatz brauchst du, glaube ich, immer, oder? Nee, Marktplatz kannst du auch komplett abreißen. Alles nach Handwerkern braucht keinen Marktplatz mehr, glaube ich. Ich glaube, Handwerker brauchen auch schon keinen mehr, ehrlicherweise. Tatsache, hast du recht. Ich glaube, ich packe mal auf unsere, auf die Route hier nochmal ein zweites Schiff drauf. Natürlich habe ich recht, sag das doch nicht so entgeistert. Ich würde dir natürlich niemals, also niemals würde ich dir unterstellen, dass du Unrecht hast. Also das, ach, weiß ich doch. Wäre bei einem solch weisen und vielwissenden Menschen wie dir natürlich auch eine heillose Albernheit. Schön gesagt. Aber das Problem ist halt so ein bisschen, dass in allen, ich glaube, zumindest in allen anderen bisher, so der Marktplatz halt also immer das Zentrum war, wo die halt irgendwie alle ihre Versorgungsgüter und Shit geholt haben und es deswegen nie möglich war, den einfach, naja, zu streichen. Ja, verstehe ich. Aber hier geht es. Ich merke schon. Ich glaube, ich lege meine ganzen Touristenklamotten hier mal rüber. So, das? Ihr wollt mich doch verarschen. Hier gibt es 3 Arktis-Gas-Dinger und du brauchst, okay, um die abbauen zu können, 2 Arktis-Gas-Förderstätten, weil die so dämlich platziert sind, dass die nicht alle in den Einflussradius von einer reingehen. Ja, ein bisschen albern. Oh, ja, total schade, dass da kein Bus hinfährt. Ich krieg zu viel, ey. Dann fährt der scheiß Bus jetzt halt mal nicht. Verzogene Blagen. So. Jetzt machen wir das anders. Ja, keine Bushaltestelle, Mutti.
Entschuldigung. Das habe ich mir von einem Arbeitskollegen angewöhnt. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig. Für auch meiner Mama. Ja, so als... Ich sag mal Joke. Halten Sie lieber die Feder oder das. Ach, was ein Scherzkeks, Mensch. So, ja, nein, Krieg will ich nicht, brauche ich nicht, danke. So. Lektorieren wir mal. Ich glaube, ich mache mal die automatische Lektorierung an für den Moment. Hab die auch angeschmissen, das war mir irgendwann einfach zu doof. Ja, und durch das Fußballstadion kriegt man halt auch wirklich beliebig viel Einfluss die ganze Zeit, also. So, können wir hier noch was für die Restaurants ausrüsten? Ich glaube ja schon. Hier kriegen wir noch Fleischkonserven, wofür auch immer wir die brauchen. So, und dann können wir bald Shampoo noch herstellen, was super ist, weil ich habe gar keine Lust, Shampoo zu produzieren, glaube ich. Ja, das ist bei den Informatikern so. Nee, die Informatiker haben keine Lust, Shampoo zu verbrauchen. Juhu, Shampoo, was brauchen wir dafür denn? Kokosöl, Zimt, natürlich, klar, sicher, in der neuen Welt. Okay, gut, nicht in dieser Runde. Juhu. Was hast du denn jetzt gerechnet? So. Kekse. Ach, Kekse. Natürlich, Kekse. Selbstverständlich kriegst du Kekse von mir. Habe ich ganz vergessen. Wir haben ja hier extra schnell Fenster runtergeschafft, wo ich noch gesagt habe, das geht schneller, wenn ich das mit dem Luftschiff mache. Und dann habe ich vergessen, dass ich die Fenster hier runtergeflogen habe. Love it! So, 14 Tonnen brauchen wir. Wir produzieren jetzt nach Adam Riese 12 Tonnen, weil gerade waren es ja 4. Also, ja, 12 Tonnen, richtig. Das ist insofern unbefriedigend, weil wir mehr brauchen. Ja, müssen wir noch bei den Cookies. Ich bin bei den Cookies. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch was, was unsere... Warte, was sind das? Das sind Mehrzweckfabriken, oder? Ne, Fertigungsstraßen sind das auch gut. Das heißt, wir brauchen mehr Talg hier. Wie komme ich denn jetzt noch an mehr Talg? Haben wir hier eine Talgproduktion laufen? Haben wir tatsächlich, aber nicht genug. Wo denn? Hier oder was? Hier sind Schweine. Und wo ist das? Ah, und hier ist Talg. Okay, I see. Okay, haben sie wieder Kenny getötet? Gucken wir erstmal nach Fertigungsstraßen. Fertigungsstraßen, Kekse. Produktivität, Produktivität, Produktivität. Plus 75%. Uff. Okay, du bist super. Dich fügen wir hinzu. Dich fügen wir hinzu. Und bitte auch mit höchster Priorisierung. So, dann brauchen wir noch mehr Talg. Talg war doch irgendwo auch als Abfallprodukt noch machbar, oder? Lagerhaus. Können Sie das Wort buchstabieren? Alter Junge, chill doch mal. Holy fuck. Finde ich schön. Richtig aggressiv einfach. Ein entspannter Typ, wirklich. Also. Talg. Hier, Metzgerei, liefert zusätzlich Talg. Das ist halt total super dann. Gestern der Batterie Nummer 2205. Anstelle von kohleverarbeitetes Gebäude Holz. Das bringt mir gerade gar nichts. Und einen Fleischermeister können wir auch noch draufsetzen. Lustig. Machen wir. Und dann boosten wir hier auf der kleinen Pissinsel noch ein bisschen die Talgproduktion hoch. Genau, hier ändern wir dann ja alles. Da brauchen wir dann... Na gut, das brauchen wir ehrlicherweise trotzdem noch. Das heißt, vielleicht machen wir lieber nochmal...
eine neue Handelskammer auf. Was hatte ich jetzt gesagt? Wie heißt das Ding in der Arktis? Batir heißt das. Das ist es. Das erklärt. Nach unzähligen Versuchen schmeckt es endlich richtig. Das Eclair. Na super. Ich musste es einfach nachpacken. Einfluss tiefe Goldmine zusätzliche Waren Arktisgas. Auch ganz cool auf jeden Fall. So, dann unsere Schweinezuchten kann ich hier schon mal hochholen, weil die möchten wir jetzt ja gleich lustig boosten. Ah, hier. Wissenschaftliche Berichterstattung über die Arktis. Beeinflusst Postamt zusätzliche Waren, Forschungsberichte über die Arktis. Here we go. Die wollten wir noch haben. Ich erinnere mich, ja. Ich habe hier die ganze Zeit gefragt, wie zur Hölle man an diese blöden Berichte kommt. Ach so, und Mehl brauchen wir dann auch noch in Haufen, in Massen. Okay, das liefert uns zusätzlich Trauben und Schokolade, wofür auch immer wir das brauchen, weil brauchen wir eigentlich hier gerade gar nicht. Mehl. Wählen Sie im Statistikmenü ein Item aus, das Sie besitzen, aktivieren Sie rechts unten den Forschungskoffer. Was für ein Statistikmenü? Lager? Nö. Ach doch, hier Items. Ich muss mal kurz niesen, warte kurz. Eieiei. Oh. Ihr Schiff ist das war nötig. Tja, Mehl können wir nicht so richtig boosten. Ist natürlich etwas belastend. Welches Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt? Items, wie heißt das Ding? Unverwüstliche Gaspumpe. Neue Befehle? Statistik, Items, unverwüstliche Gaspumpe, da. Ach komm schon Leute, warum kann ich das nicht mit dem Forschungskoffer-Ding sehen? Das ist doch lästig. Das ist doch wirklich lästig. Ach, Sekt sammeln wir hier auch noch zusätzlich ab. Nutzen wir den? Findungen vom alten Nate können nicht identifiziert werden. Ja, geil. Super. Ist das aufregend? Eine okay, so viel dazu. Können wir uns also schenken. Okay, wir gehen ja einfach nicht an die Bäckereien dran. Das macht keinen Sinn. Die können das hier weitermachen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir einfach noch zusätzlich mehr Getreide anbauen müssen. Theoretisch könnten wir natürlich hier jetzt auch mit Dünger oder so arbeiten. Oder halt sogar mit Öl, wenn wir es richtig übertreiben wollen. Wäre eigentlich schon cool. So, und dich können wir hier hinbauen. Ja, für den Moment mal muss das jetzt ausreichen, weil, ja, die weitere Geschichte machen wir dann erst, wenn wir, die Items dafür geforscht haben. Oh, jetzt muss ich hier die ganze Zeit diesen Arktisch-Schrott farmen, das ist ja lästig wie sonst was. Also insgesamt brauche ich das Item einmal, zweimal, dreimal, viermal. Boah, ja, klasse. Das ist echt lästig, ja. 200 Arktisch-Schrott zusammenkratzen ist echt jetzt irgendwie nicht das, wonach ich jetzt... Unbedingt. Ich verstehe auch gar nicht, wofür du das machen willst. Muss ich gestehen. Nee, für mehr Produktivität von den Arktis-Gasförderstätten. Es ist halt, also das Problem ist so ein bisschen, du kannst ja die meisten Items nicht in den Quartieren ausrüsten. Ich kann nicht einfach irgendwie in Feras und sowas da reinknallen, weil es ist ja keine Handelskammer. Ja. Ja, okay. Und es gibt leider exakt, also soweit ich das gesehen habe, exakt ein Item, mit dem du die Produktivität von den Arktis-Gasförderstätten erhöhen kannst. Wie gesagt, eben jenes. Ja. Und
Doch, hier gäbe es theoretisch noch beeinflusst alle arktischen Produktionsgebäude. Produktivität plus 20%. Das könnte ich also auch nochmal reinknallen. Aber das Problem ist halt so ein bisschen, auch dafür brauche ich ja halt diesen blöden Schrott. Ja. Muss, glaube ich, irgendwie nach der Folge mal schauen, wie man. Wie man das am effektivsten automatisieren kann oder so. Ja, ob es zumindest irgendeine Möglichkeit gibt, an das Zeug ranzukommen, ohne dass ich jetzt hier die ganze Zeit hier den Hampelmann machen muss, weil. Also ich meine, das ist natürlich für weit in der Zukunft geplant, aber ich möchte halt, wenn es irgendwie geht, halt den Output von den Arktis-Gasförderstätten so weit hochpumpen, dass ich halt noch zwei Was willst du zusätzliche, tun? vielleicht sogar drei zusätzliche Kraftwerke damit halt ausstatten kann. Ja, verstehe ich. Das wäre der Hammer. Alles Das wäre der Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Jetzt eher so an die Gerd-Show. Das ist ja mal wieder der Hammer, Leute. Kommen wir mal von euch ein bisschen Geld für Vater Staat. Ist mal wieder beliebt wie Fußpilz. Was führt sie des Weges, Habe Gouverneur? ich nur euer Bestes, euer Geld. So, da sind wir wieder. Das Glück ist uns irgendwie nicht so richtig hold. Jetzt hat Wirft das sie Spiel uns irgendwie einen Wurf. rumgesponnen, immer wenn Dero Arktis Schrott einsammeln wollte. Was ich fixen will auf jeden Fall, ist das Problem hier. Das ist sehr, sehr dringend notwendig. Wir haben tatsächlich ein ernstes Problem mit Kupfer. Vielleicht setze ich hier einfach zusätzlich nochmal ein Frachtschiff drauf. Und hoffe, dass das schon das Problem fixt. Okay. Lösend Die armen auf Kerle die werden niemals Problematik einwirkt. wahren Fortschritt erleben. Genau richtig, so ist es. Momentchen. Die zweite Route hier. Okay, warte mal. Die Route ist aber. Nee, das ist sogar noch besser. Hahaha, Sekunde. Wir nehmen dich hier wieder runter. Das ist okay. Warum schiffern wir hier Schokolade hin und her? Also wir laden hier Schokolade ein und liefern es nach Manola aus unerfindlichen Gründen. Stattdessen wäre es viel sinnvoller, wenn wir Kupfer einladen und in Manola ausladen. Ja, so machen wir das. Und dann schnappen die sich hier rum und alles Mögliche und so. Und von mir aus könnt ihr euch auch einmal Kaffee schnappen, wenn ihr noch Kaffee habt, weil wir haben mit der Kaffeeversorgung halt echt ernste Probleme. Und hier machen wir das auch einmal Kaffee. Ich habe es da vorhin erst rausgenommen, weil wir ja jetzt eine eigene Kaffeeroute aufgesetzt haben, aber im Zweifelsfall wird halt zu viel Kaffee produziert, wenn das überhaupt geht. So. Okay, das ist aber wirklich ein bisschen albern. Hier ist kein Ich habe Platz gerade mehr. festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass du 40% Produktivität pro also Hauptgebäude bekommst. Das heißt, du müsstest eigentlich, wenn du da vier Gaspumpen hast, tatsächlich, also die durch vier von den Hauptgebäuden sammeln lassen, um in den vollen Genuss der gesteigerten Produktivität zu kommen, was natürlich irgendwie ein bisschen illusorisch ist. Ja, verstehe ich. Okay, so. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier die Produktion irgendwie repariert. Hier haben wir jetzt ja auch aufgeräumt. Achso, genau, hier hatten wir immer noch das Problem mit Shampoo, worauf ich gerade keine Lust habe. Hier können wir noch die Weltausstellung eben einstreichen. Ja, komm, bestätigen wir eben. Dann machen wir direkt noch eine. Haben Sie einen Favoriten? Zack. Hier hatte ich nochmal Schiffe in Auftrag gegeben. Genau, die werden auch gerade gebaut. Das ist gut. Wie sieht's aus hier? Wir hatten die Produktion für die Kekse. Die sind jetzt fast durch. Das heißt, dann können wir nochmal ein Transportschiff rüberschicken, was unsere Kekse irgendwie optimiert. Unsere Keksproduktion. Haben wir noch was fürs Museum? Bronzezeit hatten wir ja vollgestellt. Genau, das sollte Atlantis voll machen. Jawohl. Beeinflusst Bergungsschiff, erhöhte Chance, Artefakte zu finden und Taucherglocke für Raritäten. Ist das nicht für dich interessant? Ach nee, das war. Du suchst gerade Arktisschrott, nicht Tauchen in Dingens, ne? Ja, da gibt es auch noch komische Items mit, glaube ich, aber anderes Thema. Okay, aber das ist ehrlicherweise, halte ich das für vollkommen hirnrissig, das hier jetzt irgendwie auszustellen. Das heißt, ich suche mal eben noch die Mauer und den Tempel von Atlantis, das muss wirklich nicht hier ins Büro, Tempel von Poseidon so. Das muss wirklich nicht in unser Museum hier rein. Den Platz können wir sinnvoller nutzen. Und das heißt, ich mache hier mal eben. Oh mein Gott, Lag. Ich lose Sie.
Ja, irgendwie mag das Spiel die Arktis gerade nicht, habe ich das dumpfe Gefühl. Machen wir einmal hier alles voll mit Arktis-Items und stellen das hier irgendwo an Rand. Irgendwo, wo es uns nicht länger auf die Nerven geht. Das ist nicht gut, dass wir hier keine Bushaltestelle haben, ist überhaupt nicht gut. Tatsächlich müssen wir dann... Können wir das Problem unproblematisch lösen, glaube ich, indem wir eine Explosion erschüttert das hier... eine ihrer Fabriken. Ups. Der Redakteur hat eine Zeitung voll alternativer Fakten veröffentlicht. Ich finde es schön, dass dieses Wort mittlerweile auch seinen Einzug irgendwie in den Jargon dieses Spiels gehalten hat. Ja, das stimmt. So haben wir das Problem hier gelöst. So, hier ist uns eine Gasförderstätte in die Luft geflogen. Dreh schick. Dafür brauchen wir 20 Bretter, die haben wir gerade nicht. Das heißt, wir schnappen uns hier mal eben Bretter. Produktion. Wo haben wir denn hier das Arktisgas? Nur fliegen ist schöner. Okay, also ein Gaskraftwerk scheint wie viel pro Minute zu verbrauchen? Etwa 1,33. Das heißt, ich könnte wohl... Ja, je nachdem, wie viele von den Items ich ausrüste, tatsächlich noch 2 bis 3 weitere Dingens hier haben. Ja. Die Flammen sind außer Kontrolle. Aber unsere Spielzeugproduktion hier unten, die läuft schon, ne? Also Spielzeug läuft soweit, Farben und Lacke läuft soweit, das ist ja schon mal viel wert. Das wird... Oh, das ist eine Manufaktur, die wird nicht geboostet hier. Haben wir irgendwas, was Manufakturen boostet? Das kann ich nicht sagen, ob du deine Manufakturen boosten kannst. Könnten wir nochmal forschen ansonsten. Manufaktur. Billardtische, Zigarren, Violinen. Also anscheinend gibt es keine für Spielzeug. Spielwaren. Ja, nee. Doch, Manufaktur, Spielwaren. Alle Fertigungsstraßen und Manufakturen. Okay, also die weißen Bücher. Die wir lustigerweise auch gerade in einer Schleife haben. Ach so, weil wir damit auch die Kekse noch boosten wollen. Stimmt. Ja, gut. Ja, hier haben wir Ruinen, das ist vollkommen richtig. Dafür habe ich hier das Luftschiff gerade hingeholt. Das kann jetzt auch direkt wieder absegeln. Bauen wir die Arktis-Gasförderstätte wieder auf und fertig ist. So. Wir haben ein angenehmes Plus gerade bei den Touristen, das ist gut. Wir können hier noch... Achso, das ist der Fleischermeister, den nehmen wir gleich mit. Ist gerade sehr abgehackt bei mir. Also ich meine, die Zuschauer werden das nicht hören, aber du bist natürlich gerade wahrscheinlich irgendwie in Gedanken versunken und dementsprechend sehr leise am Reden. Nee, ich bin einfach vom Mikro ein bisschen weggegangen. Das ist alles gut. Erinnert mich an meine eigenen Journalisten. Ich dachte nur, ich sag dir das mal. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie wieder Probleme damit kriegen, dass ich gleich irgendwie in der Aufnahme deutlich lauter bin als du oder so Späße. Ja, alles gut. Das ist auch total hilfreich. Wir können endlich wieder mit Wolkenkratzern aufsteigen bei uns in der Stadt hier. Das wurde auch Zeit. Da leckt das Spiel auch so ein bisschen. Okay, perfekt. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich mehr Cognac. Aber vielleicht auch nicht. Also Kaugummi läuft gerade von alleine. Cognac...
Das dauert halt kurz mit der Versorgung. Müssen wir mal schauen. Es kann gut sein, dass wir hier nochmal ein bisschen was boosten müssen. Gut, hier kommen ja gleich die zusätzlichen Items an. Sobald wir hier die nächste Erforschung haben, können wir schon mal anfangen, die rüber zu transportieren. Hier wäre eigentlich ja das eine Item auch super noch, ne? Mit den... Dass wir zusätzlich noch Talg bekommen aus Metzgereien. Wobei, das sind ja gar keine Metzgereien. So, jetzt aber, wir nehmen den hier mit. Ja, das ist ja total super. Wir haben ja gar keine Metzgerei auf der Insel. Ich habe nicht mitgedacht. Ich habe wirklich nicht mitgedacht. Ach, verdammt. Machen sie das typische Geräusch eines unmotivierten Teenagers. Ah ja, ich hatte die Zeppelin jetzt hier alle in die alte Welt geschickt. Ich erinnere mich dunkel. Den habe ich auf der Insel hier. Metzgereien. Ja, habe ich. Die stehen halt nur total super. Okay, die stehen wirklich total super. Okay, lustig. Kisten unter Deck. Dann können wir euch doch mal mitnehmen. Ist schon in Ordnung. Alle Lebensmittelproduktion ist auch gut eigentlich. Wobei, nee, Talg ist ja kein Lebensmittel. Vergiss es. Naja, benutzt ihn nicht auch in der Produktion von Keksen? Ja, aber ich glaube, es geht um Produktionsgebäude, die praktisch Endprodukte produzieren dabei. Ein Zwergenaufstand jetzt mal hier beendet, oder? Sieht nicht so aus, schade eigentlich. Wollte denn nach Embesa? Arktis, hatte ich gesagt. Okay, tatsächlich packe ich hier, glaube ich, dann noch das Item drauf. Ein neuer Auftrag. Ja. Kein Platz mehr frei. Ja, das ist irgendwie total chaotisch. Da bin ich auch nicht so ganz glücklich mit. Da ist es unterwegs. Okay, können wir nochmal ausbauen? Wir können tatsächlich nochmal ausbauen. Das ist super. Und wir haben jetzt auch endlich wieder die Probleme hier gedeckt, was unseren Stahlbeton angeht. Und haben jetzt endlich mal wieder eine vernünftige Versorgung an Stahlbeton. Das ist auf jeden Fall auch gut. Ja, eigentlich hatte ich ja gehofft, dass wir den Skyline Tower fertigstellen können. Aber die Verzögerung mit Kaffee und Keksen hat mich da doch mehr blockiert, als ich es irgendwie mir vorgestellt habe im Vorfeld. Ja, naja, Spielzeug läuft immerhin. Okay, Spielzeug läuft, sprach's und hat sich dann darüber gewundert, dass wir nicht genug Harz reinbekommen. Das heißt, wir stellen dich mal um auf Harz noch. Und dann kopieren wir uns hier einfach eine... Und vergesst nicht, wir wollen ein schönes Spielzeug. Ein schönes Spiel, jawohl. Ah, nein, das war hier nur für Konfitüre, ne? Das geht gar nicht. Das wollen wir doch nicht machen. Wir müssen hier unten noch irgendwie Harz dazustellen. Das geht aber auch. Machen wir so.
Was beeinflusst du nochmal die Menge an Palastflügeln, die man bauen kann? Die Menge an Einwohnern oder Investoren, die man auf der Insel hat? Palastflügel. Ja, Gesamtbevölkerung. Also noch nicht mal auf der Insel, sondern allgemeine Gesamtbevölkerung. Das heißt, ich könnte jetzt schon den Palast umsiedeln nach Crown Falls und das würde trotzdem... das würde trotzdem funktionieren, ja? Ja. Und die Palaststufe ist aber von der Inselattraktivität abhängig, oder? Die Palaststufe ist von der Inselattraktivität abhängig, ja. Also beziehungsweise die Inselattraktivität erhöht die Prestigestufe des Palastes. Ja, das ist ja, ja für mich das. Genau, und das ist das, was du meintest, ja. Tja, ja, wo baue ich hier noch weiter an? Also das vor allem, das Problem wird ja bestehen bleiben, wenn ich hier den Palast weiter ausbaue. Also, I guess wir können... So, wie viel halt Kohle produzieren wir? Blödsinn, wie viel Arktisgas produzieren wir hier? Weniger als 3. Wir brauchen aber mehr als 1 pro Kraftwerk. Das ist natürlich schade. Schade. Ja, es reicht halt momentan ohne weitere Verbesserungen halt gerade mal für ein weiteres Gaskraftwerk. Was halt irgendwie jetzt doch nicht so richtig die Welt ist. So. So viel dazu. Bau eines Schiffes beendet. Sehr gut. Wir haben nochmal eine neue Great Eastern. Dann glaube ich, hole ich hier sogar das Schiff runter und packe hier noch einfach noch eine zweite Great Eastern drauf. Was soll's denn? So, können wir nochmal ausbauen. Können wir in der Tat. Ihr seid jetzt alle Stufe 4 hier? Jawohl, seid ihr. Okay, super. Dann bist du jetzt nochmal eine neue Stufe 5 Reihe mit Panorama-Effekt. Nein, und in der Sekunde fällt wieder irgendwas ab und es sind natürlich wieder die Kekse. Ah, ich krieg zu viel. Warum? Kekse! Mehr Mehl. Okay, mehr Mehl ist recht, komm. Klingst wie die etwas verzweifelte Variante des Krümelmonsters. Ich fühle mich auch so. Ja, Mehl ist nicht das Problem, da kann ich einfach nachlegen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt optimieren wir hier nochmal ein bisschen rum und rüsten hier noch ein paar Items aus, because why not? So, zunächst mal, hier können wir noch die Chantelle ausrüsten, die nochmal zusätzlich Talg abwirft. Das ist super. Die Chantelle, genau. Ne, Chantelle heißt die tatsächlich. So, hier packen wir dieses Monster-Item rein. Bam. Was einfach mal unsere Siedereien boostet um 50% und unsere Seife um 50% boostet. Und ich vermute einfach mal, ganz dreist, dass wir jetzt mehr Schweine brauchen. Und ich habe recht behalten. Wir haben hier zu viel Arbeitskleidung auch. Oh, wir haben sogar viel zu viel Arbeitskleidung, okay. Haben wir immer noch zu viel Arbeitskleidung, nachdem ich das jetzt abgerissen habe? Ein bisschen, okay. Ein bisschen viel sogar. Und wir haben auch anscheinend zu viel Kartoffelproduktion. Ja gut, aber nicht so viel, also ist das schon okay. Dafür hole ich mir jetzt nochmal eine Schweinezucht. Zack. Pack hier ein Silo dran. Zack. Nun sind wir an der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5.
Brauchen wir noch mehr Schweineproduktion? Ja, brauchen wir. Eieiei, brauchen wir viel Schweineproduktion. Ich krieg zu viel. Eieiei, Coco Jumbo, eieiei. Da ziehe ich meinen Palast dann wirklich jetzt schon um. Das kann ich auch nicht sagen. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, das will ich dir auch geraten haben, du Frechdachs. Bedrohst du wieder arme, freischaffende Gelehrte? Ja. So, jetzt haben wir tatsächlich mal alle Häuser hier ausgebaut. Was denn? Guter Witz. Du kannst ja mal raten, wie viel Kleidung die pro Minute haben wollen. Ach, du hast jetzt alle Herren, alle Bauernhäuser ausgebaut und willst die jetzt komplett versorgen? Yes, sir. Ich hätte ja einen Teil der Blaupausen einfach blau gelassen und die nach und nach halt ausgebaut und aufgelevelt. Ist mir sehr unlieb, weil ich nur so sozusagen weiß auf einen Schlag, was ich von einer Ressource brauche. Ja, aber ich habe dir ja schon gesagt, dass das egal ist, weil du am Ende deine Arbeitskleidung ja nicht mehr brauchst. Die wirst du am Ende wieder komplett platt machen. Also du brauchst die ja, jetzt ja... Ja, ist richtig. Ich baue die jetzt halt einmal und sobald ich sie nicht mehr brauche, dann schredder ich ja die ganze Produktion wieder. Ist klar, natürlich. Ja, super. Dann mach das. Aber du hast immer noch nicht geraten, wie viel man pro Minute haben will. Wie viele Bauern hast du da jetzt? Ach, ist egal, keine Ahnung. Du brauchst 80 Tonnen. Ja, war nicht schlecht geraten. 71 Tonnen pro Minute. Okay, das macht jetzt, muss ich mir im Kopf überschlagen, 35, ja, so 36 Schaffarmen. Okay. Nun denn, frisch ans Werk oder so. Also irgendwie nervt mich das ja auch mit dieser Seifenversorgung. Was tut denn deine Seifenversorgung oder was tut sie nicht? Also auf meiner Hauptinsel brauche ich Seife bei den Ingenieuren. Bei den Ingenieuren brauche ich ein bisschen Seife. Okay, aber das ist eigentlich auch egal, weil das ist Lebensqualität. Nee, im Moment mache ich halt irgendwie so einen komischen Split, dass ich Seife nur auf einer Insel so richtig produziere. Moment mal, das muss ich mir mal gerade angucken. Alte Welt. Okay, hier schiffe ich Seife weg. Hier schiffe ich Seife weg. Hier schiffe ich nochmal Seife weg, aus unerfindlichen Gründen. Ich verstehe nicht so richtig, warum. Wissen Sie, warum meine Investitionen... Und hier schiffe ich auch einmal Seife weg und verkaufe die einfach lustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Na, die Idee dahinter, die ist ja gar nicht so schlecht, dass ich mir gedacht habe, naja, ich will eigentlich nur an einer Stelle die ganze Produktion dafür machen. Und ich habe jetzt hier halt eine massive Überproduktion an Seife. Hier ist auch noch zwischendurch ein Schweinestall, einfach so random. Schön. Das sieht ja aus wie im Schweinestall hier. Das ist leider wahr, ja. Vasenmeistereien, zwei Stück random rumstehen. Die wird ja viel mehr Sinn machen, dass ich die hier auch mal noch mit dazu stelle. So, des Weiteren kann ich jetzt den Weg hier abreißen.
Ich räume hier einfach mal die Insel ein bisschen auf. Das ist ja echt alles so ein Quatsch, wie ich das hier gebaut habe. Wie viel zu viel Arbeitskleidung? Warte mal, aber Arbeitskleidung schaffe ich nicht noch hin und her, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Das heißt, ich habe hier gerade eine Überproduktion von Arbeitskleidung. 22 Tonnen Produktion. Viel zu viel. Kann ich wahrscheinlich komplett platt machen. Tonnen reichen aus. Oh, und wieder Platz. Top. Okay, 11 haben wir, dann wird er so langsam. Hier ist einfach eine Handelskammer, die nix macht, einfach nur aus Spaß an der Freude, ist auch schön. Nix ist wenig. Ist richtig wenig. Ja, ich räume hier einfach mal die Insel gerade noch ein bisschen auf. Das ist, gibt einem immer ein gutes Gefühl, finde ich. Okay, jetzt haben wir auch nicht mehr viel zu viel Arbeitskleidung. Die beiden Schaffarmen, die hole ich jetzt noch hier rüber. Ist immer sehr befriedigend, den eigenen Mist ein bisschen aufgeräumt zu haben, nicht wahr? Jo, absolut. So, einmal Schäfchen. Zweites Mal Schäfchen. Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Eins, zwei, drei. Nein, danke, ich will nicht. Einmal Schäfchen platt machen. So. Wir werden beobachtet. Und hier habe ich alles so massiv voll mit Hopfen gemacht. Warte mal, wir haben aber viel zu viel Hopfenproduktion anscheinend. 22 Tonnen und wir brauchen nicht so viel. Ja, das stimmt, das ist auch wirklich viel Hopfen, was ich hier anbaue. Das wird auch lustigerweise nicht geboostet aus irgendeinem Grund. Ich habe da nicht mal die Hopfenproduktivität irgendwie erhöht oder so. Und hier unten könnte ich halt eigentlich super noch ein bisschen optimiert mehr Kartoffel abbauen. Dann könnte ich hier unten auch irgendwie nochmal ein, zwei Kartoffelfarmen einfach killen. Die hier zum Beispiel. Dafür baue ich hier oben einfach noch eine. Okay, du hast hier jetzt komplett schon, super. Okay, wir brauchen noch mehr, ist kein Problem. Bauen wir hier noch eine hin. Zack. Ich finde das so lustig, dass einfach die Beziehung zu den NPCs besser wird, weil du beispielsweise Kartoffeln anbaust oder so. Ich find's so zum Schießen. Hat Hugo Messier dich wieder dafür gelobt, dass du irgendwie der großen industriellen Revolution Vorschub leistest, indem du heldenhaft jetzt irgendwie Kartoffeln anpflanzt oder so? Ja, das finde ich irgendwie super lustig. Okay, wir haben immer noch eine Überproduktion, das heißt, wir killen hier jetzt einfach die Kartoffelfelder und gut ist. Ja, zugegeben, der Dude ist auch wirklich ein bisschen speziell, was das angeht. Okay, tatsächlich brauchen wir doch noch ein Kartoffelfeld. Habe ich unterschätzt.
So. 30 Tonnen Kartoffelproduktion, perfekt. Wir haben eine Überproduktion von Wolle. Da kann ich jetzt nicht unbedingt von sprechen. Nee, ich sehe jetzt gerade auch nicht, wo das... Nee, das du auf jeden Fall nicht gerade, das ist richtig. Und Hopfen haben ja, wir jetzt auch über 21 Produktionen. Naja, das ist schon okay. Hier bräuchten wir noch mehr Aluminium, um das auszubauen, okay. Ach doch, das ist durch den botanischen Garten, dass wir den Bonus auf Hopfen haben. Deswegen haben wir jetzt überhaupt eine Überproduktion an Hopfen. I see, jetzt verstehe ich das. Schön, dich zu sehen, Onkel. Das ist kein Ding, aber ich bin nicht dein Onkel. Okay, und jetzt kriegen wir halt hier Talg noch wieder rein durch die Metzgereien. Das ist halt ganz cool. Talg haben wir jetzt halt schon auch eine stabile Überproduktion. Die Frage ist jetzt, richtet man hierfür einfach eine Route ein? Wirklich? Oder bauen wir hier oben einfach Shit aus, um weiter an Talg zu bekommen? Zu kommen, nicht zu bekommen. Material aus. Aber ich glaube, der Einfachheit halber baue ich jetzt hier oben einfach noch eine Mühle hin und noch eine Vasenmeisterei, beziehungsweise ein paar Vasenmeistereien. Beziehungsweise hier hatte ich ja noch eins davon übrig. Mal hier hoch. Also ich weiß, das ist gerade eigentlich hier alles nicht so super wichtig, was ich hier tue. Oder auch nicht so super sinnvoll, was ich hier tue. Trifft es vielleicht noch besser. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, oder? Ja. Das sollte ich jetzt fixen gleich. Etwas mehr Mehl brauchen wir noch. Genau, und hier hatten wir ja gerade auch die Bücher noch erforscht für die Keksmalerei. Komm mal eben ran hier, Frachtschiff. So, und zwar die hier. Nicht die. Sind bisher erst zwei fertig anscheinend, okay. Ja, das wird noch erforscht. Gut, einmal noch Weltausstellung einfahren. Ach, da fällt mir ein, ich kann noch mal eine Fußballweltmeisterschaft austragen, oder? Das kann ich auch gerade mal eben noch machen, aber... Dann sollten wir den Part hier auch beenden. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute nicht maßlos überziehen. Die Menschen lassen sie hochleben. So. Alles klar. Können wir Hochhäuser ausbauen? Können wir tatsächlich. Sehr gut. Dann machen wir das noch eben. Das eigentliche Ziel dieses Videos, zumindest ein bisschen. Weil wir dadurch jetzt nochmal einfach ein paar Hochhäuser gebaut haben und wir können dadurch jetzt sogar noch mit Phase 4 beginnen von unserem Skyline Tower. Wir haben ihn zwar nicht fertig bekommen, aber wir sind in Phase 4 und das gibt einem schon ein sehr gutes Gefühl wenigstens, weil das hatte ich ja eigentlich fest vorgehabt für diese Runde. Hust, hust, röchel, röchel. Hust, hust, ja. Hier können wir auch nochmal, ne, hier haben wir, können wir gerade nichts machen, weil wir keine Bretter über haben, okay. So, jetzt gucke ich noch eben. Das ist das Schiff mit den beiden Büchern. Können wir direkt abladen, können wir direkt ausrüsten. Ganz perfekt. Das boostet dann nochmal unsere... Oh Gott, oh Gott.
Nö, können wir anscheinend nicht. Da ist das Spiel nochmal gecrashed, dann machen wir das im nächsten Part. Dein Spiel ist wieder gecrashed? Jo. Das ist doof. Aber jetzt das Spiel nochmal für eine Minute neu zu starten, macht auch keinen Sinn. Insofern, danke fürs Zuschauen. Ja, richtig. Macht's gut, auf Wiedersehen. Hoffentlich das nächste Mal wieder ohne diese blöden Crashes. Das ist doch echt lästig. Ciao, ciao. Tschüss.